So, Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Murdered Sole Suspect. Und wir haben im letzten Part ja hier das Polizeipräsidium verlassen und eine Partnerschaft sind wir eingegangen hier mit Joy, der Zeugin. Da liegt noch eine Zeitung. Nichts Spannendes. Ja, und wir wollen uns auf dem Friedhof treffen und sie sagte, folge mir nicht, sie hätte noch was zu erledigen, folge mir bloß nicht, sonst ist unsere Abmachung nichtig und... Ja, mal schauen, ob sie erscheinen wird. Kurz nochmal hier ein bisschen Überblick verschaffen. Was ist hier los? So ein Wanderer. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Entweder glaubt er einem das nicht oder er sucht wirklich von diesen mysteriösen Plaketten. Wo wir auch schon einige gefunden haben. Ja, und... Was mir noch ein bisschen ein Rätsel ist, ist, dass das Mädchen, was wir nochmal gesehen haben, eben im Abspann, also in der letzten Folge, war sie nochmal kurz zu sehen, wie sie auf den Stromleitungen da oben balanciert ist über der Stadt. Und ja, das ist alles so ein bisschen... Wer bist du denn? Super, alles hier ist zu Fuß zu erreichen. Sie klingt... Ja, sie sieht nicht sehr begeistert aus. Ich meine, was ich sage, ist das so schwer zu verstehen? Anscheinend schon. Hier liegt noch was. Zeitungsartikel Nummer 3. Infos zu meinem Mörder. Da haben wir auch schon einiges gesammelt. Während es dem Salem Police Department weiterhin widerstrebt, die kürzlichen Morde offiziell in Verbindung zu bringen, haben sie die ungewöhnliche Art und Weise der Morde völlig außer Acht gelassen. Die häufigste Todesursache in New England, genau wie im Rest der Vereinigten Staaten, sind Schusswunden. Aber Schüsse fielen in keinem der Morde. Nehmen Tote durch Verbrennung oder Erstickung zu, oder gibt es einen Mörder mit einem bizarren Motiv, der in all seinen Morden eine perverse Vorgehensweise ausübt? Also da wird die Presse ein bisschen kurz gehalten. So, und hier neben sehe ich noch irgendein Fragment rumeiern. So, ich will ja auch nicht hier zu sehr hetzen, aber hier können wir irgendwas enthüllen. Ein weiteres Stockwerk anscheinend eines älteren Gebäudes. Nur was bringt uns das? Hier können wir was wegmachen. Ah. Ach, nur gucke. So, da drüben ist irgendwas. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden... Ich denke, hier plumpse ich gerade wieder runter. Ich weiß nicht, ob wir noch weitere Möglichkeiten erhalten werden. Ich möchte das jetzt hier gerade mal auf den Grund gehen der Geschichte. Ob wir später noch weitere Möglichkeiten erhalten werden, unsere Umgebung zu manipulieren. Außer jetzt hier das Entfernen und... Ja, hinzufügen. Und das sieht doch auch schon wieder hier mysteriös aus. So ein bisschen abgerissen. Ich sehe aber auch keinen Schemen, den wir benutzen könnten. Und ja, wenn es diese grünen Ränder hat, dann ist es ja meist normalerweise was, was wir erschaffen haben, beziehungsweise wenn wir was abreißen oder sonst irgendwas, dann bekommt es hier diesen grünen Rand, aber nee, keine Chance. Vielleicht brauchen wir da die Katze, wobei... dass ja hier geisterhafte Erscheinungen sind. Oder wir kriegen noch weitere Fähigkeiten dazu, was ich auch noch nicht ausschließen möchte. Oh, wie schön, die ganze Geisterfamilie steht dabei, während er hier mit ihr an der Schaukel steht. So, hier gibt es noch die Plakette des Ashland Hill Friedhofs und da müssen wir ja hin. Wie ist es mit Kameras? Wie in England? Dass die da an jeder Straßenecke sind. Natürlich, wir sind in Amerika. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ja, da bist du nicht allein. Super, alles hier ist zu Fuß zu erreichen. Ach, das hatten wir eben schon mal. Und da ist eine Erscheinung. Vielleicht können wir ihr helfen, die Gute. Ich glaub's einfach nicht. Bist du jetzt glücklich, du Arsch? Ist es das, was du wolltest? Du hast gesagt, ich wäre die eine. Eher eine von vielen. Ich verstehe nicht, was er an ihr findet. Sieh ihn dir an. Was für ein Schwein. Er fühlt sich nicht mal schuldig wegen dem, was er getan hat. Hat er sie umgebracht? Er sie anstarrt.
Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen, egal was dabei rauskommt. Okay. Ich seh's mir an. So, hat er sie betrogen? Gebrochenes Herz. Es braucht kein Detective, um festzustellen, dass ihr Herz gebrochen ist. Ich sollte rausfinden, ob ihr Ex-Freund sie betrogen hat. Und er steht hier mit seiner neuen Flamme. Beeinflussen. Gebrochenes Herz. Und den zweiten Hinweis haben wir noch nicht. Vielleicht sollten wir erstmal uns nach Hinweisen umgucken. Kann sie uns noch was geben? Nee. Drei Hinweise müssen wir haben. Und die treffen sich hier am Friedhof. Wo seine Ex begraben liegt. So, mal gucken. Gebrochenes Herz. Was würde sie an die Ex ihres Verlobten denken lassen? Wahrscheinlich hier das. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus, als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Okay. Und jetzt die Frage, was er dazu? Was würde ihn an seine Ex erinnern? Eine Schulter zum Ausweinen oder das gebrochene Herz? Eher wahrscheinlich dieser Punkt hier. Sieht aus, als hätte die Neue ihn angesprochen, weil er so verstört und einsam aussah. Das war falsch, natürlich. Ich brauche eine andere Information. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Okay, damit können wir, glaube ich, den Selbstmord hier aufklären. Wollen wir mal schauen. Also, hat er sie betrogen? So, jetzt muss man das in eine richtige Reihenfolge bringen. Also nach dem... Sie hat das gebrochene Herz. Danach hat sie sich umgebracht. Und dann hat er eine Schulter zum Ausweinen gebraucht. So war es. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. So, jetzt können wir ihr die Wahrheit offenbaren. Schlechte Neuigkeiten für dich, meine Kleine. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. So, und damit hat sie jetzt die Möglichkeit, hier zum Himmel zu fahren. Und diese Möglichkeit suchen wir natürlich für uns auch. Nur die Frage jetzt hier, wird Joy zum Friedhof kommen? Mann, das... Ah, da ist eine Katze, eine Mieze. Frage ist, gibt es hier noch was zu entdecken, was einer Mieze bedarf? Und die sind ja auch so glücklich da, die zwei. Da wollen wir nicht stören. Ich glaube, hier haben wir auch schon... Hier haben wir, glaube ich, irgendwie schon ein Geheimnis gefunden. Und eins war noch offen, oder wie war das? Nee, hier haben wir, glaube ich, alles abgehakt. Ja, Mieze. So, hier ist noch... Ach, hier waren wir schon. Hier ist noch die geheiligte, gesegnete Eiche. Die hier ihre
ihre kahlen, verdorrten Äste in den Himmel ragen lässt, ja, und so ein bisschen so den Anschein von einem, weiß ich nicht, hat, so ein bisschen eklig. So, das ist ein privater Friedhof unter der Aufsicht hier, oder beziehungsweise unter der Pflege der Ashland Hills Freunde. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Oh Gott, ob da unsere Leiche auch schon liegt, ob wir uns so ein letztes Mal sehen. Ich habe es immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Ja, und anscheinend treiben hier auch Dämonen ihr Unwesen. Wie es deucht. Irgendwas ist da. Ein Geist, der sich vor uns versteckt. War das Julia? Ist sie in den Baum reingeflüchtet? Und irgendwie ist ja auch das ein bisschen, finde ich, beruhigend, oder? Wenn du weißt, dass du noch mal anders hin kannst, wenn du hier als Geist... Oh, ein Zombie-Mädchen. Wow. Ein Speedster. Klasse. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Ach du Scheiße. Ja, und das kann ja niemand beantworten. Vielleicht wandeln wir ja... Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Und vielleicht wandeln wir ja wirklich dann noch jahrelang, wenn Sachen ungeklärt sind, hier über die Erde. Man weiß es nicht. Und doch für ihn muss die Vorstellung doch schön sein, dass das noch nicht das Ende war. So, wir müssen Joy finden. Vielleicht können wir diesem Geistermädchen noch ein bisschen auf die Spur kommen. Und hier liegt noch ein Hinweis. Bedeutung von den Tod betrogen. Julias Gedanken. Ich musste nach dem Tattoo des Sensenmannes fragen. Ich weiß, es sagt den Tod betrogen. Aber ich wusste nicht, wie er das getan hat. Oder warum. Dann zeigt er mir seine Narbe. So eine Stichwunde zwischen die Rippen hätte leicht tödlich sein können. Es ist ein Wunder, dass er am Leben ist. Und es hielt ihn nicht davon ab, wieder zu stehlen. Er lernt es nie. Warum gefällt mir das so? Ja, steht halt auf harte Jungs, wie es aussieht, ne? Harte Kerle hier. So, da ist schon wieder die Geistertante da vorne. Da sitzt auch noch irgendwas da rum. So, da hinten ist noch ein Hinweis. Das Wasser gebietet uns Einhalt. Wie es aussieht hier? Ach, hier ist doch noch jemand. Bist du in Ordnung? Ist etwas schreckhaft? Bist du in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Bis ich wieder hochkam, war sie weg. Hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht deine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Okay, ein typischer Fall von weiß nicht, dass er tot ist. Und das tut mir auch immer leid, wenn der Mauszeiger noch durchs Bild blickt. Oh, und anscheinend... Die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Es ist ja offensichtlich, dass die sitzende Geister-Lady da hinten... Überlass das mir.
was damit zu tun hat. Sieh zu und lerne, Joy. So machte Papa das, wollte ich gerade sagen. Der Vater. Ich muss ermitteln, ob es eine Verbindung zu den Glockenmorden hier gibt. Richtig, denn ich muss kurz noch mal ein bisschen Retrospektive. Ich habe... Da hinten ist auch noch jemand. Ich musste ja noch mal kurz zurückgreifen, wie es jetzt noch mal war. Hier können wir uns was anschauen. Denn es ist schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe und... Ja, richtig. Im Buch von Joys Mutter stand drin, dass hier irgendwie eine Verbindung bestehen soll. Warum ist das hier? Die Schaufel bei diesen verwitterten Grabsteinen. Die Schaufel des Totengräbers. Warum liegt hier eine Schaufel? Gräber werden nicht mit Schaufeln ausgehoben. Und wenn sie Teil des Verbrechens wäre, hätten die Cops sie mitgenommen. Da unten ist irgendein Gegenstand im Wasser und hier sitzt noch eine verstörte Frau. Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Ding an der Küste. Die Frau hat an der Küste etwas gesehen. Das hat vielleicht etwas mit meiner Ermittlung zu tun, ja, das Teil hier. Offensichtlich. Oh, eine Wasserleiche, wie schön. Was kann ich hier durch Beobachtung lernen? Abgewrackt. Also auf jeden Fall nicht sauber, sondern eher verstorben. Auf jeden Fall schon mal versunken. Oh, das ist nicht eindeutig ab. Das tut mir leid. Wir wollen nochmal analysieren. Also auf jeden Fall abgewrackt. Und die Klamotten waren zerfetzt. Wer bist du? Geistermann sah Leiche. Ein anderer Geist sah die Leiche des Opfers den Fluss hinabtreiben. Er weiß vielleicht mehr darüber. Ich werde weiterhin die ganzen Tooltips hier durchlesen. Und auch laut vorlesen. Ich denke, das trägt auch viel zur Stimmung bei. Nur mal so nebenbei. So, und das scheint er gewesen zu sein mit dem Ringelhemd. Das Nachteil am Geist ist natürlich, er kann sich nicht ständig umziehen. Ja, musst also eigentlich immer gut gekleidet sein, denn wenn du dann ins Jenseits gehst, und dann, wie ich neulich mich wieder ausgesperrt hatte und hatte nur ein schlappriges T-Shirt an, nur kurze Hose, keine Socken und Badelatschen. Und stehst dann vor der Tür, ja, das ist nicht so geil. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. In den Büschen versteckt. Der Zeuge sah, wie etwas angeschwemmt wurde und in diesen Büschen landete. Muss rausfinden, was das ist. Oh, das finde ich furchtbar, wenn Leute das... Aber was heißt furchtbar? Das gab es früher. Gab es auch so Serien. Da hat er immer gesagt, oh, muss standhalten, muss widerstehen. Aha, muss stärker werden. Ja, furchtbar. Früher waren die Serien trotzdem cool. So, okay, ansehen. Was haben wir hier? Schwer zu erkennen. Es ist zu dunkel in den Büschen. Okay, das bedeutet, wir müssen Joy mal herüber bitten. Dass sie mal mit der Taschenlampe ein wenig Licht... Ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. So, was haben wir denn da? Also grafisch finde ich das Spiel ja wirklich schön, ne? Ein paar Grafikfehler und hat einen neuen Grafikstil und alles. So, ich sehe aber nichts. Vielleicht sieht sie was. Ah, ein Seil. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Oh, es muss wichtig sein. Das Seil kommt mir sehr bekannt vor. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Wo habe ich das schon mal gesehen? Signatur und Tatort? Nein, ich kann mich... Ah, scheiße, was war das nochmal? Update zur Vermisstenmeldung. Glockenmörder, Verdächtige. Rex, Frustration, Flyer einer Vermisstenmeldung. Nein, Polizei findet keine Hinweise. Verbindung zwischen den Morden war doch was. Opfer an der Tafel waren junge Frauen ohne Anzeichen sexueller Gewalt. Nee. Ähnlichkeiten des Symbols. Signatur am Tatort. Da ist es doch. Muster der Mordopfer.
Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser Joy. Okay, bevor wir aber von hier weggehen, möchte ich mich nochmal kurz umgucken, denn ich weiß nicht, ob wir nochmal wiederkommen können. Und hier sieht man, dass des Öfteren Geister ein- und ausgehen in diese Gruft, wo sich genau gar nichts befindet. Super. Gut. Gut, flussaufwärts wird diese Richtung sein. Das heißt, wir werden in dem Gebiet noch ein bisschen bleiben. Hier haben wir, glaube ich, alles abgefrühstückt. War hier hinten nicht noch ein Hinweis? Haben wir den eingesammelt? Da hinten sind noch mehr Hinweise. Nur wie kommen wir da hin? Gerade mal gucken. Ob das ein Rundweg ist. Da können wir uns auch was angucken. Beobachten. Julia O'Connor, da ist Ronans Frau beerdigt. Und dort wird auch er bald seine letzte Ruhe finden, so können wir es nur hoffen. So, hier rechts ist auf jeden Fall, sind noch Gräber, Hinweise und Orte zum Verstecken. Wahrscheinlich geht es hier den Weg, so einen Rundweg weiter. Dann lass mal, was ist denn das hier?